Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten FIFA 18 Video. Und ja, das ist ein Vorclip vor dem offiziellen Video. Ich werde euch gleich auch nochmal im Video begrüßen, denn ich habe schon alles aufgenommen. Und dann ist es halt passiert, dass ich ein Spiel gemacht habe fürs WM Pack and Play. Und nach dem 1 zu 1 ist irgendwie die Verbindung zum Gegner flöten gegangen. Und deswegen konnte ich nicht weiterspielen. Und das wollte ich natürlich nicht so lassen. Deswegen habe ich noch ein zweites Spiel gemacht. Das habe ich aber leider 4 zu 2 verloren. Das werde ich auch noch hinten dran schneiden, die besten Szenen aus dem Game. Und ja, normalerweise mache ich ja nur ein Spiel, deswegen wollte ich vorab nur sagen, dass ich ja, zwei Spiele gemacht habe. Und ja, ich werde euch noch mal im nächsten Clip dann begrüßen, weil das war ja die offizielle Einleitung vom Video. Und deswegen viel Spaß. Und wenn es euch gefällt, gerne ein Like da lassen, um mich zu unterstützen. Tut mir leider leid, dass es so blöd gelaufen ist, dass das nach dem 1 zu 1 die Verbindung verloren gegangen ist zum Gegner und das zweite Spiel verloren ist, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt und ihr Spaß mit dem Video habt. Und jetzt Gameplay ab. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten FIFA 18 Video. Und heute geht es weiter mit dem Pack and Play WM Modus. Und ja, wir werden das Silver Set ziehen. Das Prime Gold Spieler Set werdet ihr sehr wahrscheinlich schon am Montag in den Squad Battle Rewards gesehen haben. Wenn nicht, schaut auf jeden Fall da nochmal vorbei. Ich weiß noch nicht, was ich gezogen habe, denn ich nehme das andere Video vor den Rewards auf. Aber bringe das später, weil die Rewards ja wichtiger sind, weil die müssen ja montags kommen und hier kann ich schon mal vorproduzieren. Denn heute machen wir Polen mit der neuen Ligen-SBC-Karte von Theo Dorczyk. Ich hoffe mal, den spricht man so aus. Ich meine auf jeden Fall, dass man ihn so ausspricht. Und das heißt, wir sind heute mit Polen dran. Dann das Set mal ziehen. Sechs seltene Spieler in Silber oder auch Gold. Da war ja auch schon mal ein goldener Inform drin. Und es wird eine seltene goldene Karte. Was geht hier ab? ZM. Aber der ist nicht spielbar für mich, weil ich muss ja den Polen verlinken. Deswegen müssen wir mal gucken, was wir hier nehmen. Und ich glaube, ich habe schon eine gute Karte gefunden, nämlich den White Taker von genau Hirumberry oder wie man das ausspricht. Nein, das ist ja total falsch ausgesprochen. Egal. Van der Sar ist klar, das ist Van der Vaart. Nicht mal sprechen. Aber wir nehmen den Rechtsverteidiger aus Schottland und wir werden da irgendwas Cooles basteln. Die packen wir im Verein, die doppelten auf die Transferliste und dann sehen wir uns gleich im Team wieder. So, bei Polen ist das Team richtig schlecht gebaut worden von mir. Aber jede Menge schöne Special-Karten drin. Halt die Defensive gefällt mir nicht so. Die Offensive sieht krank aus, weil wir ja natürlich diesen Theo Dorczyk verlinken müssen. Und das macht man am besten mit Polen. Und die beste Variante war jetzt aus meiner Sicht, einen Kuba zu nehmen. Ist der einzigste rechte Pole, den es gibt. Und ja, sonst hätte ich so einen aus der australischen Liga nehmen müssen. Da wäre das Team noch schlechter geworden. Dann konnte ich nämlich hier mit Perfect Link Kramer und Stindl verlinken. Das passt sehr gut. Dann Sobotka, ein Inform, wenigstens eine Special-Karte drin von St. Pauli. Den habe ich mit Flum verlinkt. Flum war ein geiler Spieler damals in alten FIFAs. Hat der auch mal für Freiburg gespielt. Um den auf volle Chemie zu nehmen oder auf Chemie zu bringen, habe ich hier Holland benutzt von Darmstadt. Ist ein guter Spieler. Dann habe ich ja hier einen schottischen Rechtsverteidiger White Taker. Der war richtig krank damals in den FIFA-Teilen. Der hat auch, glaube ich, um die 10k gekostet damals. Der war richtig teuer, wo noch keine Price Range war. Ist sozusagen eine kleine Legende. Und ich wollte jetzt nicht extra irgendwelche Karten kaufen, deswegen habe ich einfach das, was ich im Verein hatte aus der schottischen Liga, was am besten zu verlinken war, benutzt. Das ist ein Schauter. Schauter, ich hoffe, das spricht man so aus. Einen von den Rangers. Das ist der Vorderhemming. Ich habe keine Ahnung, wie man die Typen ausspricht. Und ein Ex-Klapperer mit Compare hat auch für Hoffenheim gespielt, um auf volle Chemie zu kommen, weil andere Varianten war in meinem Verein nicht möglich aus der schottischen Liga. Und ja, dann sehen wir uns im Gameplay wieder. Hoffentlich bestreiten wir dieses Spiel erfolgreich. Ah, komm. Der hat ein gutes Team. Vielleicht bin ich ein bisschen Stückchen besser. Flum, Theo Dorczyk. Ja, sehr schön gespielt. Theo Dorczyk 1 zu 0 nach 7 Minuten. So muss das doch sein. So will ich das sehen. Wir führen erste gute Aktion und dann nochmal das Tor. Sehr gut gespielt und dann den Gegenspieler stehen lassen und dann der schöne Abschluss. 1-0 sauber. Nein, nein.
Nein, den Ausgleich gekriegt, weil ich scheiße verteidigt habe. Ich weiß nicht, wer es war. Es war Niang oder so, wie man ihn ausspricht. Von meinem Gegner scheiße 1 zu 1. So soll es doch nicht sein. Kwama, Sobotka, Theodorczyk. Sehr gut gespielt. Kuba! Nein! Ey, komm. Holland. Sehr gut gespielt. Sobotka, Sobotka. Jetzt aber den Anschlusstreffer, bitte. Nein! Schick den. Ja, sehr gut gespielt auf Kuba. Sehr schön, nur noch 2 zu 1 kurz vor der Pause durch Kuba. Das ist doch sehr schön. So muss das doch sein. Den Anschlusstreffer gemacht. Schönes Tor, super gespielt. Und hier nochmal gerne die Wiederholung sehen. Das war ein super Zuspiel und ich bin ruhig vom Tor geblieben und mach den Anschlusstreffer sauber. Verdammt gutes Zuspiel auf Sobotka. Lupfer. Ja, Lupfer. Und er geht nicht rein. Scheiße. Elfmeter. Jetzt darf Theodorczyk auch sein Tor treten. Mal gucken, ob es nochmal spannend wird, dieses Spiel hier. So, wir treten den Elfmeter dahin. Okay, das ist, glaube ich, der ist schlecht geschossen. Er verschießt ihn. Super. Kuba. Ja, das ist gut gespielt. Theodorczyk. 4-2. Ja, sauber. Noch 10 Minuten. Vielleicht kriegen wir noch das 4-3 hin. Dann sieht das Ergebnis viel besser aus. Aber so müssen wir es leider hinnehmen, dieses Ergebnis. Und ja. Das ist Theodorczyk. Theodorczyk. Ja, Mann, dann mach das Tor. Mach das Tor. Nein. Verdammt. Kramer. Auf Theodorczyk. Der sieht Sobotka. Der sieht den. Er sieht ihn. Er sieht ihn. Nein.